1. Blub blub, willkommen zurück zu Let's Play South Park im Stream. Hallo. Ja, wir sind wieder da und wir wollten uns das schöne Pokémon holen und wir wollten die Mongolen verkloppen. Lamptron, schön Pokémon, oh mein Gott. Und natürlich einfach mal ein paar Raketen zünden, weil wir es können. Keine Ahnung, was uns das bringt. Aber wir kommen jetzt an diese Kiste hier hinten, weil wir den Schlüssel haben. Yay. Flaming Sword Patch, aber Level 3 nur. Also sieht man, dass wir hier vielleicht schon, sogar schon ein bisschen spät sind, oder? Wir sind doch schon Level... Was sind wir für ein Level? I don't know. Oh, wir haben zwei neue Friends. Bartender und Skeeter. Die haben noch nichts geschrieben. Aber wir sind Level 6 schon. Was? Wir sind schon Level 6? Ehrlich? Und sind fast Level 7? Oh mein Gott, ich glaube, wir sind ein bisschen overpowered schon. Oh well. Wir können bis Level 15 oder sowas werden. Insofern, was soll's. Natürlich machen wir das. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas bringt später. Aha. Oh boy, a door puzzle. A door puzzle, ja. Ganz schwieriges Puzzle. Ah. Einer down. Und ihr bekommt auch noch was ab. Alle. So. Jetzt sind sie alle auch noch grossed out. Sehr gut. Das könnte sehr, sehr nützlich sein. Ich will jetzt Mana Potion. Mana Potion, gib mir. Rein da. Schön Shittywalk. Da muss man sich ja blähen ohne Ende. For Single Power for Magic Blast, Close Range. Das sind alles nur Single Attacks, deswegen lasse ich es erstmal. Und nehme dafür unsere Blitze. Denn die beiden sind ja weak. Dagegen. Ja, versuchen wir es. Fuck him up! Warum ist der andere nicht getroffen worden? Das ist ja voll gemein. Vor allem wie Butters das im Hintergrund steht. Fuck him up! Chaos! Let's see how you like dealing with me! Oh, Hammer of Butters. Hammer of Chaos. Sehr geil. Gegen die Bogenschützen extrem effektiv. Nicht nur Stun, sondern auch Blitz, meine ich. Gesehen zu haben. Sehr gut. Und den haut das wieder richtig gut weg. Das ist super. Können wir wen nehmen? Schaut's euch an, wie geil. Fahrt-enhanced Schüsse hier. Coole Sache. Dann hauen wir erstmal den Mongolen weg, ne? Erstmal das Mongolenkind verkloppt. Und den nächsten. Ach nee, diesmal machen wir aber Alien Probe. Kriegst die Alien Probe ins Gesicht. Ich hab doch F gedrückt. Oh Mann, ich hab doch F gedrückt. Scheibenkleister, ja, wir hauen um weg, war das. Das ist voll gemein. Ich hab F gedrückt, der will nicht. Obwohl ich genug Mana übrig habe, Mana in Anführungszeichen. Level 7! Yay, Level 7! Und die HP regenerieren sich echt schnell außerhalb des Kampfes. Finde ich gut. Aber es ist auch gut zu wissen, dass es ein bisschen dauert, bis das soweit ist. Yay, schaut euch das Türpuzzle an. Wie episch. So, okay. Türpuzzle. Im Grunde dann. Zap. Und jetzt nur noch anballern. Schwups. Und... Du auch noch? Ah, okay, muss schneller sein. Tada! Yay, wir speichern. Einfach weil es... ist hab. Wir haben nicht Interesse gezeigt, okay. Ja, es ist schön, dass ihr noch da seid, Orego. Ich sehe nur nicht mehr viel davon im Chat. Okay, was haben wir hier? Supercharges your attack, causing your lightning to jump to an additional... Ja, das wäre schon gut, ne? Aber ich würde doch gern das hier jetzt mal nehmen. Denn Dragon's Breath attacks now melt away enemy armor with each hit ist auch cool. Oder the PP costs reduction ist auch super. Und die Increase Funnel of Frost und Pyre Ball. Mit Level 9. Wir sind Level 7, das heißt, wir können das jetzt erst. Wir können aber auch erst die anderen voll... Ach komm, weißt du was? Ich will eigentlich den hier jetzt erstmal füllen. Ja, ich will ihn füllen. Oh mein Gott. Was rede ich hier wieder für ein Kram, ne? Oh oh. Ups. Yay, Mongolian Horde.
Awesome. Okay. Bosskampf, Leute, Bosskampf. Erst einmal Speed. Die sind ganz schön stark, Leute. Aber die sind ungefähr so stark, wie der Bade war, was die HP anging. Und vielleicht können wir so stunnen. Mal gucken. Ja, wartet mal. Ne, erstmal, wir müssen erstmal gucken, was sie können. Boss. Und das heißt, immune to stun, sleep und piss. Okay, dann können wir das vergessen. Aber brennen können sie. Haha. Burn. Burn, Mongorians. Burn. Yes. Schöner Schaden. Okay. Und wir haben Mana. Ja, wir können sie auch schwächen in der Defense. Oh, ich glaube, das ging mit dem Verbrennen sogar. Deswegen haben wir es wirklich stunnen können. Das ist ja geil. Ich glaube, das hat ein Combo gegeben gerade. Das ist ja lustig. Okay, Butters. Butters. Speed Potion. Und jetzt erstmal Professor Chaos. Guck mal, wie der genau gleich groß ist wie die Mongorians. Oh, was ist das? Chaos Storm! Nice! Also Butters ist schon, hat schon voll drauf, ne? Der ist total overpowered. Sonst kann er aber gerade nichts machen, deswegen einfach drauf. Mit Holy Damage. Guck mal, wie wir sie schon nach... Wie wir sie so schnell einfach runtergekloppt haben. Wir sind so overpowered, Leute. Das gibt's ja gar nicht. Was soll ich machen? Ein Dildo hauen? Warte mal, erstmal könnten wir Butters dafür sorgen, dass er nochmal Professor Chaos einsetzen kann. Einfach, weil ich's cool finde. Und dann... Dragon's Breath. Wir hauen ihn. Hauen sie mal mit dem Dildo. Yes! 200 und noch mehr Gross. Oh oh. Ah, damn it! Wieso brennt das? Okay, Butters, du musst dich wohl heilen. Kein Problem, alles gut. Nein, ich habe nicht genug für Professor Chaos. Oh. Wie gemein. Gegen Pissed Off sind sie immun. Dann machen wir halt Massive Shock Damage. Yes! Mongolian Horde! Down! Down! So gut! Was stand da? Defeat wen? Yay! Warte mal, müssen wir mal nachgucken. Quest. Blablabla. Mongolian Beef. Return to Mr. Kim to let him know of your victory. Manbear Pick haben wir noch, der Homeless Problem, da haben wir erst einen erledigt. Mr. Slave's Package, ja, das müssen wir ihm auch noch wiedergeben. Und Timmy Express, da fehlt uns nur noch einer. Das ist ja cool. Und Hide and Seek, da fehlen uns noch vier. Okay. Wie einfach jetzt hier alles abbrennt, ne? Das ist ja saugeil. Ja, cool, das scheint alles gewesen zu sein. Oh no. Dann hauen wir sie halt nochmal. Was soll's. So cool, wie man sich so einen Vorteil verschaffen kann am Anfang des Kampfes schon. Das gefällt mir. Ihr seid nicht gerade immun gegen... ihr seid immun gegen Blitz, oder? Nein, ihr seid weak to shock. Und du? Ja, du bist natürlich weak to fire. Aber... Ja, dann machen wir erstmal Dragon's Breath. Dragon's Breath! Yes, wie mich jeder einzelne Schlag heilt. Das ist so gut, Leute. Und... Einfach, weil es lustig ist. Komm. Ich will wissen, was die anderen Sachen sind, Mensch. Ich glaube nur noch... Das Schild haben wir noch nicht. Das würde ich jetzt euch auch noch mal zeigen. Ah, damn it, so knapp. Dann nehmen wir noch einen Hammer of Chaos. Da müsste er schon down sein und der andere auch fast. Und down. Haha. Zwei Angriffen, so die Typen down gekloppt. Das ist doch cool.
Okay, wo ging's runter? Hier, oder? Ja, und raus. Da gehen wir jetzt zu Mr. Kim. Haha, coole Sache. Alle gekillt. Ja, der Vibrator bringt 200 Schaden. Das ist schon eine ganze Hausnummer, ne? Mr. Kim! Schon fies, dass man einfach die ganze mongolische Horde bekämpfen muss. There you go, kid. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck shitty up Mongolians anytime you want. Not bosses, though. They too tough. You call me with this. I give you one per day. Yay, Mr. Kim, new friend. Und Miniature Gang Summon unlocked. Yay. Ach ja, der ist so gut. Warum man die nicht bei Bossen einsetzen darf, finde ich doof. Aber ich kann euch jetzt ja gerade mal Mr. Kim zeigen. Einfach mal lustig. Ich meine, ist ja egal. Okay, Riposte Dance. Warum darfst du zweimal? Und auch noch angreifen? Bist du doof? Okay. Ich könnte euch Mr. Kim zeigen. Du performst das Traditional War Dance. Nein, nicht. Also warum nicht? Ist ja egal. Pass auf. I'm gonna do my war dance now. I know violence doesn't solve anything, but I kinda like it. So gut einfach. Wie Mr. Kim. Nein, ich wollte nicht da rein. Ich wollte die Typen looten. Oh man. Ja, so viel zum Looten, das können wir jetzt vergessen. Nee, doch nicht? Oh cool. Gut, dass das bleibt. Das finde ich eine gute Sache. Schön gemacht. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Wir waren in der Bar. In der Police Station waren wir auch schon. City Hall waren wir auch. In der Mall waren wir noch nicht. Aber was könnten wir denn angehen? Manbear Pig könnten wir angehen. Ja, genau, Manbear Pig. Und Mr. Slave. Oh ja, yeah, das ist gut. Mr. Slave wollen wir sein Package zurückgeben und wir wollen dann zu Manbear Pig. Mr. Slave. Das ist auch Jimbo's Big Game Hunting. Das machen wir auch noch. Auf keinen Fall wollen wir uns das entgehen lassen. Ja, dann könnten wir das auch machen, oder? Gerade noch. Na, gehen wir erstmal zu Manbear Pig. Oh, mein Bildschirm fällt die ganze Zeit aus. Das ist voll nervig. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, Jesus ist cooler, das stimmt. Aber hey, das sind jetzt schon zwei, die uns helfen. Den Hobo. Oh, wir könnten hier verkaufen. Nein, können wir nicht. Wir können nur kaufen. Was soll denn das? Das ist ja doof. Ist doof. So. Schlag hat's verdient. Da können wir immer noch nicht durch. Nein. Wie kommen wir denn jetzt runter zu Mr. Slave? Ich will jetzt nochmal schnell dahin. Wir müssen nochmal gucken, wo die letzte Flagge ist. Ich will erst zu Mr. Slave und dann zu Al Gore. Ja, kommen wir auch noch nicht hin. Dammit. I wish City Walk would bring back their Mongolian menu. It's like totally awesome to be mature like me and not immature like you. Mongolian menu war doch doof. Okay. Hab ich eine Alien Probe gesehen? Also es gibt auf jeden Fall hier auch überall Alien Probes in South Park versteckt, die wir nutzen können. Ich glaube bei Al Gore dann auch. 9. Deswegen sollte man auch immer noch mal so rumlaufen, damit man die auch findet. Kindergarteners. Hier kommen wir nicht rein. Schade. Kommt gleich hier wieder. Oh, der Gary wieder, ne? Der Gary. Okay. Hier sind wir doch richtig. Hier ist doch Mr. Slave. Oh, guck mal, Kindergarten. Süß. So, noch ein Kindergartner found. Und hier ist doch Mr. Slave. Wo kann man durch? Ach so, über die Jahre sind wir Spielplatz gelaufen. Das ist alles kennen. Here, if you ever need my help, use this. I can't help with any tough fights though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again, but give it a day. I go to a lot of parties. Mr. Slave, kriegen wir wirklich?
Und eine Rawhide Whip. Alter, was? Was? Wie wäre echt Mr. Slave hier? Wo ist denn die Whip? Ist die Whip hier? Mongolian Bow haben wir bekommen. Hits for extra damage, strong against armor, weapon hits 3 times, strong against shields. Wo haben wir denn jetzt die Whip bekommen? Frage ich mich. Hier haben wir nichts bekommen. Hier haben wir die Alien Gloves. When you block an attack. Da habe ich lieber Armor, ganz ehrlich. Hä, wo haben wir denn die Whip bekommen? Oder ist das hier so ein Accessoire? Ja, okay, wenn ich die mal anklicken würde, ne, dann würde man das auch sehen. Oder war es eine Wig? Ich weiß nicht, ob das Dings war. Oder es war einfach nur Junk. Das kann natürlich sein. Na, guck mal, wie viel wir haben von dem Junk. Das ist ja ekelhaft. Five-Fingered Fist. Alter! Oh Gott, was für kranke Scheiße man hier findet, ey. Das ist so schlimm. Metrosexual Hair Gel. Picture of Mr. Adler's Fiancé. Ach so. Oh, Mr. Adler's Fiancé. Das war auch eine Folge, ne? Oh mein Gott. Die war auch krank. The Hammer. Das wird immer schlimmer. Third Sandwich Ballot. Ach so, die, der Wahlschein. Was haben wir bekommen? Ich weiß es nicht, Leute. I don't know. Egal, wenn wir sie noch finden. Sonst irgendwas Neues? Nö, nö. Zwei neue Freunde, Mr. Slave und Mr. Kim. You need my help? You give me call. I'll be all over your enemies like smog on Shanghai. Ja. Now that the rats are gone, the roaches are breeding unchecked. Guess we shouldn't have fucked with Mother Nature. Bartender likes this. Awesome. Okay, wollen wir auch nochmal schauen, wie Mr. Slave drauf ist. Bei den Ratten müssen wir den Drachenschrei benutzen. Ah, ja, aber will ich eh noch nicht hin. Will ich auch noch nicht hin. Dann sollten wir nochmal ganz schnell über den Kindergarten gehen. Obwohl, wir können noch die andere Richtung gehen jetzt. Okay, und hier nehmen wir mal den Dragon Shout, wenn ihr schon sagt, da brauche ich für die Ratten. Ach, hier komme ich erst später rein, okay. Ach, guck mal, wie schnell wir hier gewesen wären, ne? Das will ich jetzt auch mal testen. Ah! Warum machst du einen Schaden, du blödes Vieh? Maybe you should see a doctor. Wie gut! Okay. Aber da wollen wir noch nicht lang, das machen wir ein andermal. Ich habe keine Lust drauf. Erstmal wollen wir hier zu Man Bear Pig. Wie das hier echt viel schneller ging, ne? Was ist das? Oh, das ist... This is very interesting. The sensors have picked up Manbear Pig underneath the ground of South Park. If you know anywhere you can get underground, go there at once and run this defibrillator. Was? Warum Defibrillator? Run the defibrillator, okay. Manbear Pig defibrillator. Was zur Hölle? Nee, defibrillator, nicht Defibrillator. Oh mein Gott, keine Ahnung. Der Typ ist irgendwie einfach nur krank. Ja, Butter, sorry, ich hau dich einfach mal mit dem Vibrator, ist okay, ne? Ja, Al Gore ist irgendwie creepy. Au! Al Gore's Secret Room. Super Secret, keep out, ja. Er ist super serial. Ist auch so gut, wie sie das verarschen. Im Englischen heißt der super serial, also dieses, normalerweise würde man sagen, super serious. Aber irgendwie ist er so ein bisschen doof. Und Mr. Mackie, den müssen wir auch noch irgendwie finden. Warte mal, war hier nicht? Ne, hier waren wir schon oben drauf, naja. Bei Mr. Chaos. Okay. So, was sagt ihr? Lieber Kenny mitnehmen, lieber Mr. Chaos mitnehmen? Ich bin nicht gesagt für Mr. Chaos, aber ich meine, ihr solltet auch ein bisschen was zu sagen haben hier. Hier können wir noch was machen. Da können wir auch noch was haben. An der Canadian... Was? An der kanadischen Grenze. Okay. Sollen wir die Sachen mal machen? Ich weiß es nicht. Sagt mir mal, was ihr wollt. Ich will auch eine Nudelsuppe. Nom nom. Manu. Butters ist das Beste, ja. Okay, eine... Also, Chi will Kenny und alle anderen wollen Butters. Oh, und Nadinchen ist für Einhörner und Tierchen. Ja. Okay. Oh, hier ist Manbear Pig. Hm, wieso ist da Manbear Pig? Da gehen wir mal hin. Butter! 100%, aber jetzt hast du noch 6 Stunden, das Spiel durchzuspielen. Was? Was? Wie nur so nur 6 Stunden?
Kannst du dich nicht retten da oben? Wieso kann ich ihn nicht da rausholen? Oder da wegholen oder retten oder was auch immer? Ich weiß, dass hier überall Alien Probes versteckt waren und ich finde, what the hell? Schaut mal im Hintergrund, saugut. Hier haben wir doch zumindest schon mal eine gefunden. Ja, Butters, wenn du im Weg stehst, ne? Wer im Weg steht, der kriegt eine mit dem Vibrator verballert. Oh man, Becky würde jetzt so abgehen hier, ne? Beatnik Mustache. Squire Gloves. Yay, Squire Gloves. Die will ich anziehen. Was? Achso, ich wollte schon sagen, die sind schlechter. 3 Armor und minus 10% Damage. Gegenüber dem hier? Ist auch nur 3 Armor. Nee, dann können wir sie auch lassen. Obwohl, wie viel hast du? Auch nur einen. Wirklich? Wie doof. Nee, remove all. Dann lassen wir die Wood Elf Gloves an, erstmal. Schade. Ich dachte, die wären jetzt besser. Taco Bell coming soon. Ja, als ob das irgendeiner glauben würde. Guck mal, ich habe nur so einen kleinen Radius hier eigentlich. Schade. Man kann es echt nur dafür nutzen, wofür es gedacht ist. Und dann gar nicht mehr. Wo renne ich überhaupt lang? Ich suche eigentlich nur Alien Probes gerade. Maybe I'll get them all. Fotodojo, da kommen wir auch nicht weiter momentan. Jo, dann gucken wir mal. Achso, wir müssen ja im Untergrund sein. Achso, das musst du einen 20-Stunden-Stream zum Standard machen. Ja, genau, ihr seid auch irgendwie verrückt, oder? Oh mein Gott. Also hier sollte das sein, ja, hier kommen wir in den Untergrund. Gehen wir einfach mal hin. Oh, hier ist ein Kindergartner. Hätten wir auch schon lange holen können, ne? Ich hätte einfach mal reingucken müssen. Ja, bei den ganzen Ratten, da fühlst du dich sicher wohl als kleines Kind. Super cool. Kann ich nichts machen? Gehen wir einfach mal die Kanalisation erforschen. Oh, Valkyrie Patch. Level 8. Coole Sache. Gehen wir jetzt mal durch die Kanalisation, habe ich jetzt, ja, ihr. Genau, ihr. 20 Stunden. Oh mein Gott. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen, wir gehen mal durch die Kanalisation. Mal ein paar Hobos hauen. Yay, Shit Nugget. Yay, schon wieder. Danke. Smells like strong magic down here. Strong magic. Ach, hier ist das. Ah! Ratte. Und die da vorher angreifen, nur die drei hier wieder. Ah, guck mal, 200 Schaden. Jesus Christ. Der ist jetzt fast down. Wenn die jetzt auch noch auf ihn geht, dann ist vorbei. Alter, guck mal, was die für ein Damage machen. Die sind ja richtig eklig, diese Viecher. Ja, Leute. Rawhide Whip. Da müssen wir jetzt Mr. Slave rufen, aber erstmal will ich dafür sorgen, dass Butters auf jeden Fall überlebt. Cannot consume food, wegen grossed out. Na toll. Immerhin kann er Wasser nehmen. Jetzt kann ich nicht mehr beschwören. Yay! Okay, das wird eklig. Seid ihr irgendwie gegen irgendwas anfällig? Gegen gar nichts, wirklich. Seid ihr fies? Dann versuchen wir es einfach mit dem Lightning Bolt. Immerhin ganz gut. Da werden wir jetzt nicht mehr Mr. Slave rufen, aber ist egal. Dafür ist Grossed Out also gut. Also eigentlich nur, um andere zu nerven. Naja, komm. Gucken wir mal, ob wir nicht mehr den Buff kriegen. Ich will auf jeden Fall euch noch das Schild zeigen. Ich finde die Animation doch einfach so cool. Und Schild! Oh, damn it. Okay, ich meine, Schaden ist immer besser, ne? Aber... ich würde euch das Schild halt gerne mal zeigen, wenn du... Warum glüht der so? Ja, schön. Down. Geil. So. Erledigt. Wir haben auch die Sache für Al Gore erledigt. Das heißt, wir können direkt wieder zu ihm zurückgehen, aber... erstmal schauen wir uns hier noch um. Hier wäre doch der perfekte Ort, um Mr. Slave zu rufen. Mr. Hanky! The Christmas Pooh!
Und Shin-Pokémon! Shin-Poco-Loco haben wir euch bekommen. You collected 15 Shin-Pokémon. Howdy-ho! Gosh, thanks for coming to visit. But here, every day is Christmas. So when I say howdy-ho, you gotta say howdy-ho, Mr. Hanky. Give it a try. Howdy-ho! Guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No! They were being watched by the babysitter! The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her! Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute! Don't you ever embarrass me in front of a stranger like that! You're drunk! You're drunk, Autumn! And you don't know where your kids are! Fuck you, they're your kids too, you piece of shit! No, fuck you, Autumn! Fuck you! Howdy, how? Listen, I gotta get my wife some help! Could you go look for our children? I sure would make it worth your while. There's Simon, Amber, and Cornwallis. Tell them their father wants them home right away. My babies! Bring me my babies! You're a fucking train wreck! Ja, wir müssen Mr. Hankys Kinder finden. Ist das nicht super schön? How lovely. In der Kanalisation. Oh nein, ich wollte die Ratte vorher schlagen. Damn it, jetzt kriegen wir wieder richtig einen auf die Nüsse. Oh, schaut euch diesen Schaden an! Wenn sie mich angreifen, können sie mir immer nichts tun. Oh, und jetzt ist Butters down. Nee, zum Glück teilen die ihre Angriffe gut auf. Obwohl er doppelt so likely ist, attackiert zu werden. Nee, wisst ihr was? Was, der kann nur einen? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Und der ist grossed out, deswegen kann er wieder nichts tun. Awesome. Warte mal, wo ist es denn? Da ist Cure Potion. Okay, so. Was können wir machen? Oh, ich mag die Ratten nicht, ne? Die sind so doof. Wir können mal versuchen, mit Lightning Bolt alle zu treffen. Ich hoffe, es funktioniert. Fuck him up. Ja, fast alle. Oh, und jetzt ich bin ja auch grossed out, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber Butters, du musst dich jetzt erstmal wieder heilen. So. Schön Snacky Cake rein. Mm. Super. Ja, und jetzt wieder. Das ist einfach das Effektivste gegen die. Was? Johannes wird bald gehen. Was soll das denn? Das ist so geil, ja, oder? Und yes! Chaos Storm. Ich glaube, wir hatten nur die zwei bisher, ne? Den Hammer of Chaos und den Chaos Storm. Ah, oh, das habe ich verpeilt. No, 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 no. Warum kriegt er keinen Konter? Ist ja voll gemein. Komm, Dragon's Breath. Wie die eine schon platzt. So gut. Okay. Wow, was war das denn? Komisch. Okay, wir müssen Cornwallis finden und die anderen beiden. Hau die Ratte. So. Und da ist schon eine. Ja, ich glaube, das mit dem Stink Like Shit ist Dauerzustand. Naja. Wie der Johannes echt schon schwächelt, ne? Ist ja schlimm. Aber ich soll hier 18 Stunden Stream machen oder so Kram, ne? Wow, okay, das war der Falsche. Der hat mich fast erwischt. Aha, okay. Immerhin komme ich von hier aus dran. Yes, yeah, Speed Potion. Cool. Und der Green Goo ist hier überall, wie ihr seht. Ah! Penner! Ja, im wahrsten Sinne. Oh nein, das sind natürlich direkt wieder zwei, ne? Und Ratten? Wieso auch noch Ratten? Natürlich war ich wieder zu langsam, ne? Und hab's nicht geblockt. Oh, wie viele? Alter! Ihr wollt mich doch alle rollen. Ja, okay.
Mr. Slave. Wreck 'em. This could be kind of fun. Oh, Leute. Ooh. 14.000 Damage. Und die anderen hauen ab. You gave it your best shot, and that's all Jesus asks of you. Ja, Leute, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.